Herzlich willkommen beim Sag Ja zu einem Träumen Podcast. Und zwar haben wir heute wieder einen speziellen Gast. Ich weiß, ich sage das bei jeder Folge und ich sage diesen Satz, dass ich es immer wieder sage, auch immer wieder. Aber das ist ein anderes Thema. Heute ist es eine sehr, sehr spannende Folge, weil ihr müsst euch vorstellen, diese Person kenne ich schon seit 4, 5 Jahren. Also online nur online. Ich habe die Person immer verfolgt gehabt. Und Tobi Beck, ihr wisst ja viele von euch, Tobi Beck war ja jahrelang auch mein Mentor und er hat immer wieder von einem Herrn gesprochen, von Maxim Mankiewicz. Und ich dachte mir, der ist eigentlich der Typ. Und dann war ich mal auf einem Event, da wurde ich auch als Speaker eingeladen. Das war das Event in Berlin. Und da war Maxim Mankiewicz, der Headline-Speaker unter anderem bei dem Event One Story. Ich weiß nicht, ob du dich daran noch erinnern kannst, Maxim. Ja, schon 3, 4 Jahre her, ja. Und ich war dort und ich dachte mir, das erste Mal sehe ich jetzt Maxim vorne auf der Bühne. Und du hast das so gekillt, Maxim. Und ich dachte mir, ey, ich will auch mal auf der Hauptstage sein. Da war ich noch in Anführungszeichen noch auf der Nebenstage. Und deswegen, du hast mich in diesem Augenblick so inspiriert. Und danach haben wir selber, glaube ich, letztes Jahr oder vorletztes Jahr auf der gleichen Bühne gesprochen, bei der Entrepreneur University. Und ich kann nur zu einem oder anderen sagen, es wird eines der geilsten Folgen überhaupt. Warum? Weil Maxim ist, glaube ich, einer der smartesten Menschen, die ich persönlich im deutschsprachigen Raum kenne, von den ganzen Trainern. Und er ist unter anderem einer der erfolgreichsten Trainer im deutschsprachigen Raum oder in der Dachregion und hat auf Social Media fast über 500.000 Follower. Deswegen, ihr könnt euch auf was freuen. Und es ist die Folge, wo ich selber sage, ich hatte eine Menge Angst. Also vor dem Call, gestern hatte ich einen Coaching-Call, habe gesagt, Leute, ich habe einen Call morgen mit Maxim Mankiewicz und ich habe eine Menge Angst, weil ich glaube, er wird so viel Wissen reinhauen, dass ich eigentlich nur leise sein kann komplett. Deswegen freue ich mich, in den Schülermodus zu gehen. Maxim, vielen Dank für deine sympathische und herzliche Art. Und du kombinierst Kompetenz mit Bodenständigkeit und das finde ich großartig. Deswegen vielen Dank, dass du hier bist, Maxim. Ich hoffe, dir geht's gut. Michael, so schön, dich zu hören. Sprich weiter, mach einfach weiter. total entspannt. Weißt du, jetzt sind wir schon, Thema Demut ist mir auch sehr, sehr wichtig. Und gleichzeitig, wenn du sagst, Angst, nicht notwendig, weil Angst ist ja immer Ego und Ego ist immer Trennung. Das heißt, auch Stolz ist auch immer Trennung. Ja, ich bin stolz auf mein Kind, klingt positiv, aber ist es ja gar nicht, weil du bist besser als die anderen in der Schule. Und Ego ist immer Trennung und das schafft immer Leid. Und das heißt, ich bin so ein Freund von spirituellem Erfolgswissen, so nenne ich das. Und das wiederum bedeutet, wir sind alle im gleichen Boot. Und wie sagte Neil Donald Walsh, einen Meister erkennst du nicht daran, dass er viele Schüler hat, sondern ein Meister ist der, der die meisten Meister hervorbringt. Und mein Ziel ist es, du bist ein jüngerer Kollege, der großartige Arbeit macht, dass du noch mehr in deine Meisterschaft gehst. Und ich habe selbst von Großen gelernt, nicht nur die aktuell jetzt leben, sondern hier vorne liegen 2 Bücher, Da Vinci und Einstein, die jetzt gerade umgefallen sind. Und von vielen, vielen anderen. Also hier sind etliche Bücher. Also für alle aber sind nur, ja, hier sind nur die großen Meister und vieles von den Büchern ist hier gar nicht zu sehen, da im Hintergrund noch und hier. Worauf ich hinaus möchte, ist, ein Buch, was du nicht liest, kann dir nicht helfen, sage ich immer. Und das heißt, egal wo du jetzt in deinem Leben stehst, du kannst zwar nicht immer entscheiden, wie deine Reise beginnt, aber nur du entscheidest, wie deine Reise endet. Und ich glaube, egal wo du jetzt in deinem Leben stehst, du kannst alles lernen. Egal, was du vorhast, egal ob es Pilot ist oder sonst was, du nimmst ein Ziel und dann brichst du es runter. Und ich breche die Dinge nicht in 7er Schritten runter, sondern in 49er Schritten. Also das heißt durch 7 und diese 7 nochmal durch 7. Das heißt, wenn einer 4 Kilo abnehmen möchte in einem Monat, so, dann brichst du das in 49 Schritte durch, dann sind die ersten 6, 7 Schritte einfach nur auf YouTube gehen und Leuten beim Sport zuzugucken. Das ist schon erster kleiner Schritt. Zweiter Schritt, du gehst auf Amazon und guckst dir ein paar Schuhe an, die du dir kaufen könntest zum Sport machen. Aber du bestellst sie noch nicht. Und plötzlich ist es so easy. Und wir Menschen, wir haben die Angst vor den großen Dingen. Und die meisten Menschen verändern sich ja nur, wenn Schmerz groß genug ist. Meistens resultiert es aus dem Schmerz die Angst, dass sie meistens kleiner oder der Schmerz muss größer sein als die eigene Angst und dann passiert sehr, sehr viel. Doch das Problem ist, von 100 Menschen verändert sich 75 tatsächlich nur durch Frustration und 25 von 100 durch Inspiration und das wiederum bedeutet, die meisten Menschen leiden so lange, bis ihr Herz gebrochen wird und dann sagen sie nie wieder, keinen Tag länger gehe ich zu dem Job oder keinen Tag länger mit diesem Partner. Und nur ein Viertel, die gehen durch die Inspiration, wenn sie beispielsweise einem deiner Podcasts zuhören und sagen, ey, wow, das verändert mich komplett in meiner Wahrnehmung, in meiner Denke.
Und ich sage es nochmal, egal wo du jetzt auf deiner Reise im Leben bist, jeder Zuhörer, jede Zuhörerin, du kannst alles schaffen. Es ist alles in dir. Und es gibt ja diesen Spruch, den ich nicht mag, weil ich bin totaler Freund von Ergebnissen. Jeder kennt das Zitat, die meisten überschätzen, was sie in einem Jahr und unterschätzen, was sie in 10 Jahren erreichen können. Ich finde, der Satz ist Blödsinn, weil ich sage, die meisten unterschätzen, was sie in einem Jahr erreichen können. Geil, geil. Also ganz ehrlich, ja, ich Michael. Ich sehe es genauso, danke, danke. Also ich habe mir so viel auf Desktop, du musst ja dein Unterbewusstsein beeinflussen. Ja, die Studien bei den NBA-Spielern besagt, die haben gar nichts getroffen und da gab es die Sommerpause und dann haben die gesagt, so 3 Gruppen, die einen dürfen den Ball nicht anfassen. Stichwort Freiwürfe, ja, die haben nichts mehr getroffen. Gruppe Nummer 2 durfte täglich trainieren und die Gruppe Nummer 3 nur visualisieren. Wer gewinnt? Visualisierung. Tagtäglich vorgestellt, ich stehe davor. So, und das heißt, was der Geist ersinnen kann, das kann er auch erschaffen. Das Problem ist aufgrund dessen, weil wir uns so beschränken, ich glaube 99,9% da draußen der Menschen, belegen ja die Studien, glauben nicht daran, dass sie für etwas Größeres bestimmt worden sind. Und weil sie nicht daran glauben, streben sie von Anfang an das Mittelmaß an. Und wenn ich als junger Kerl war, damals mit Anfang 20 und mir angefangen habe zu sagen, okay, in meinem Umfeld sind ihr gleiche Typen wie mich, was kann ich also tun? Dann gucke ich mir die Klügsten da draußen an. Und damit ist alles gestartet, die Köpfe der Genies. Ich glaube, 2015, 2014 habe ich damals eine Facebook-Seite gegründet. Und da wollte ich einfach nur das Wissen von den größten Meistern, deren Denken, Zitate, Geschichten in die Welt bringen und gleichzeitig meine eigene Festplatte neu beeinflussen. Und die Studien belegen 2 Gruppen, jeweils 5 Minuten Zeit. Die eine Gruppe kriegt eine Liste mit 30 Wörtern zum Thema Bauarbeiter, ja, laut, Müll, Dreck, Staub und sollen sich 30 Sätze bilden. Gruppe Nummer 2 soll sich 5 Minuten lang mit den größten Genies aufschreiben, die denen einfallen. Nach jeweils 5 Minuten, beide Gruppen werden in einen IQ-Test geschickt. Wer schneidet denn besser ab? So einfach. Und das heißt einfach nur, weil die meisten Menschen allerdings sich tagtäglich mit dem Durchschnittlichen beschäftigen. Die meisten Menschen konsumieren Müll. Die meisten Menschen konsumieren Müll aus Nahrung. Ja, Jahr 1900, Industriezucker war 2 Kilogramm pro Jahr. Jahr 2000, Industriezucker, 100 Jahre später ist 36 Kilo. Das ist, kauf keine Lebensmittel, die eine lange Zutatenliste haben. Punkt. Das bedeutet, alles, was mehr als 3, 4, 5 Zutaten drauf hat, ist blöd. Das ist kein Lebensmittel, sondern es sind Nahrungsbestandteile. Und ohne Lebensmittel keine Umsetzungsenergie. Ohne Umsetzungsenergie gar nichts möglich. Dann sitzt du da und bist K.O. oder bist schläfrig. Also das heißt, es sind die 4 Lebensbereiche Gesundheit, Beruf, Beziehung, Spiritualität, die wir brauchen. Das haben schon die alten Babylonier erkannt, damit das Fundament namens Leben auch wirklich funktionieren kann. Weil die meisten Menschen allerdings sich ihr Leben lang nicht wirklich mit ihrem Leben, mit ihrer Meisterschaft auseinandersetzen, passiert auch nichts. Und jetzt rede ich viel zu viel, du hattest bestimmt ein paar coole Fragen. Also ich sag euch so, Leute, ihr merkt schon jetzt gerade, das ist eine Podcast-Folge, die ihr euch gerne 10 oder 11 Mal anhören könnt und ihr werdet ganz etwas Neues lernen. Deswegen, ich freue mich riesig drauf, jetzt auch gerne in den Schülermodus zu gehen. Ich habe jetzt schon in den letzten Minuten schon einiges Neues gelernt. Maxim, vielleicht der ein oder andere Zuhörer oder die ein oder andere Zuhörerin, die sind gerade in der Phase, dass sie gerade kurz davor sind, Ja zu ihren Träumen zu sagen oder haben schon Ja zu ihren Träumen gesagt und möchten jetzt den nächsten Step gehen. Und du hast sehr viele Menschen analysiert und die Fähigkeit, eine schöne Fähigkeit bei dir ist, du kannst Dinge sehr simpel runterbrechen. Und vielleicht kannst du mal den einen oder anderen, der jetzt sagt, okay, hey, ich möchte auf das nächste Level, aber ich komme immer wieder in Kontakt mit anderen Menschen. Ich muss irgendwie netzwerken oder verkaufen lernen etc. pp. Und man ist immer wieder im Kontakt mit anderen Menschen. Und die Folge heute soll drum gehen, wie du jeden Menschen verstehen und analysieren kannst. Und der eine oder andere hat das vielleicht auf seinem Channel gesehen bei Maxim. Ansonsten check das Ganze ab, befindet sich in den Shownotes. Er hat letztens Tobias Beck analysiert. Und vielleicht kannst du, Maxim, einfach mal für den einen oder anderen mal den Beginn oder das Fundament legen. Was ist denn wichtig, wenn man überhaupt jemanden analysieren möchte? Du hast irgendwie vielleicht 4 Modelle oder sonst was eine Art. Kannst du jemandem was mit auf die Hand geben, damit er sagen kann, okay, ich verstehe das Ganze. Okay, super gut. Also es gibt unterschiedliche Dinge, auf die ich achte. Es sind meistens, je nachdem, ob das persönlich vor Ort ist, also wenn ich mal ganz, ganz selten einen Menschen begleite, Achtung, Vorsicht, da kriegt man schlechte Laune und meistens auch keinen Platz. Also ich begleite, jetzt Deutschland wurde Weltmeister
Und ich begleite Menschen, die Weltmeister wurden in diesem Team, ja, also in deutscher Nationalmannschaft, die selbst da gespielt haben auf dem Platz. Ich darf den Namen nicht sagen, allerdings so. Allerdings, wenn ich mit Menschen zusammenarbeite, dann sind es unterschiedliche Dinge, auf die ich gucke. Punkt Nummer eins, das ist immer der Vorname. Ja? Vorname hat Schwingung, Vorname hat Energie. Ich bin der Meinung, dass die Seele eines jeden Menschen sich vorher genau Gedanken gemacht, bevor sie die Eltern aussucht. Welche Eltern möchte ich, in welcher Nation, welcher Kultur, welche Erfahrungen möchte ich auf der Seelenebene machen? Und natürlich sagt sich auch die Seele, ich hätte gern diesen Vornamen, weil der bringt mir diese Schwingung. Also es ist ja alles miteinander energetisch verbunden. Guck mal, ein A, machen wir es praktisch, was jeder greifen kann. Michael, sag mal volle Überzeugung ja. Ja. Und jetzt volle Überzeugung nein. Nein. Fühlst du es in deinen Zellen, dass es sich anders anfühlt energetisch? 100%. Yes. Und das ist genau das. Ein Nein hat eine andere Schwingung als ein Ja. Und das bedeutet wiederum, ein Ja sind 2 Buchstaben, ein Nein sind 4 Buchstaben, weil jeder Buchstabe hat eine andere Frequenzschwingung. Und das heißt, aus Tobi Beck wurde Tobias Beck, auch auf meinen Rat hin, weil er sich 2 Buchstaben verschenkt hat, natürlich, klar. Und weil er kürzt sich, ja. Also aus Thomas, Tommy oder aus Leonardo, Leo zu machen, ist eine andere Energie. Und das heißt, gleichzeitig Konsonanten beschränken auch den Namen. Also wenn jetzt einer Leonardo heißt und er würde sich Leon nennen, dann ist es ja auch schon beschränkt, weil der Konsonant als N endet und dann schneidet es ab. Dann lieber Leo, dann kann sich noch mehr entfalten. Mhm. So, also Vornamen haben eine Schwingung. Jeder kann seinen Namen bei Google eingeben. Geht relativ zügig heute. Numerologie ist der nächste Schritt. Das heißt, Numerologie kannst du auf unterschiedlichen Ebenen gucken. Numerologisch kannst du arbeiten, indem du das ganze Geburtsdatum nimmst. Nehmen wir mal deins direkt. 4. Januar 1994. 4. Januar 1994. Okay. Genau. Also wie funktioniert denn das? Und du bist jetzt dann entsprechend, du bist 26. Okay. Nee, ich bin, glaube ich. Du bist 26, weil du bist dieses Jahr. Ich weiß ja nicht, okay. Alles cool. Warte mal, jetzt hat er meine Tastatur rausgeschmissen. Hast du also schon mal zusammengezählt? Alles live, Leute. Ne? Also das ist nicht vorher abgesprochen gewesen oder sonst was in der Art. Okay. Also du bist die 156 und das ist die, wenn ich es richtig lese, 5 plus 6 ist 1, 12, das ist dann die 3. Hast du es auch schon selbst mitgezählt? Also das heißt, jedes Geburtsdatum, jeden Namen, also Name hat eine Schwingung. Das heißt, jetzt nehmen wir mal Michael. M hat eine andere Zahl. Also du kannst alle Konsonanten, alle Vokale kannst du in Zahlen runterbrechen. Beispielsweise A ist 1, B ist 2, C ist 3 und so weiter. Mhm. Das ist alles, was sich danach nach 9 wiederholt, wird danach wieder zusammengelegt. So, jetzt ist die nächste Geschichte, ist die Numerologie. Das heißt, es gibt Seelenzahlen, es gibt die Lebensaufgabezahl und es gibt die Persönlichkeitszahlen. Wenn wir jetzt zum Beispiel das Geburtsdatum nehmen, in deinem Fall ist es die 4 plus die 1 ist die 5, plus 19, 1 plus 9 ist 10, 1 plus 0 ist wieder 1. Das heißt, dann bleibt 4 plus 1 plus 1 plus 96. 9 plus 6 ist 15. Ja. 5 plus 1 ist 6. Ja. Das heißt, 4 plus 1 plus 1 plus 6, richtig? Wenn du das also 4. 1. Genau. Genau. Und dann kommen wir auf die 13, okay. Auf die 12. 4 plus 1 plus 1 plus 6, 12. Und 1 plus 2 ja. Ist wiederum 3. Und das heißt, du hast das gleiche Geburtsdatum wie Tobias, nicht Geburtsdatum, aber numerologisch wie Tobias Beck. Ach, krass. Das ist Gesellschaft. Das ist ein Mensch, der, also du bist ein geselliger Typ. Obwohl Steinbock, das ist jetzt das nächste, worauf ich gucke, Element, ja. Also ich habe jetzt, ist total witzig, ich mit meiner Partnerin machen wir immer so ein Ratespiel, jedes Mal, wenn wir Menschen begegnen und mit denen mal ein paar Worte wechseln oder irgendwo im Fernsehen oder sonst was wahrnehmen, jetzt bei YouTube, ja, also wir gucken kein Fernsehen, dann raten wir immer, welches Element und danach gleichzeitig welche Astrologie. Und das ist, wenn du das seit über 20 Jahren machst, ist es so simpel, weil du Elemente wirklich erkennst. Und das heißt, jeder kennt, also pass auf, die Numerologie, um das Ganze abzuschließen. Die 1 ist zum Beispiel der Anführer, das ist der jemand, der Idee hat. Ja, wenn du jetzt dein Geburtsdatum runterbrichst, 1 ist ganz, ganz schwer für Festanstellung. Das ist ein Mensch, der immer anecken wird. Das ist ein Mensch, der nicht glücklich wird, weil er sagt ständig, ich habe eine Idee, ich muss vorangehen. Problem, 1 hat nur die Idee. Er hat auch den Mut. 1 ist der Beginn. Aber er hat nicht unbedingt,
alleine schafft er es nicht, er braucht Verbündete. Zwei zum Beispiel ist schon das Gegenteil von der Eins, es ist der Diener. Er möchte die ganze Zeit sich ihm zur Verfügung stellen und er möchte wirklich dienen. Ja, also wenn du ein gutes Team aufbaust, dann schau, dass du dienende Schwingungen dir holst. Ich war zum Beispiel in Disneyland Paris und da habe ich das Gefühl gehabt, die haben fast nur grüne Mitarbeiter gehabt. Also mit grün meine ich, in astrologischen wäre das die typischen Krebse und Fische, ab und zu mal Skorpione, also total grüne Energie, ausschließlich, die wollen alle dienen, ja. Da will keiner, dass du irgendwie schlechte Laune hast. Fast alle Mitarbeiter, wo ich mir denke, es gibt es so gar nicht. Nach Disk-Modell, nur die stetigen. So, numerologisch, das ist die zwei. Die Nummer drei, da kommt die Gesellschaft, das heißt, der eine, der mit der Idee vorangeht, zwei gleichzeitig dient, das ist der das Dreieck, das sind drei Enden. Das Dreieck möchte spielen, das Dreieck möchte in Interaktion treten. Ich bin zum Beispiel die Vier, Leonardo da Vinci, mein Vorbild ist die Vier, das ist der Macher, das ist der Umsetzer. Fundament hat vier Säulen, Quadrat hat vier Säulen, der möchte ein solides Fundament, solides Business, alles Schritt für Schritt. Der Vier hat eine sehr, sehr starke Umsetzungsenergie. Das heißt, während andere noch Fragezeichen haben, marschiert die Vier und sagt, da geht's lang, weil er sehr, sehr schnell umsetzen möchte. Jetzt kommt die Fünf, Abenteuerlust, Freiheit. Die Fünf ist die mittlere Zahl. Das heißt, manche Menschen, die tendieren bei der Fünf, zur Abenteuerlust. Andere wiederum sagen, naja, ich möchte lieber mich mit meinen Mitmenschen verbinden, weil 5 ist genau zwischen 1 und 9, genau die Mitte. Also manche tendieren eher in die eine oder in die andere Richtung. Ja, entweder Freiheit, Abenteuerlust oder eher Gesellschaft. 5 sind Märchenerzähler, 5 sind Menschen, die sehr, sehr gut unterhalten können. Das hat nicht immer Fundament, aber wenn sie auf der Party sind, stell dir mal vor, so ein Typ wie Thomas Gottschalk oder Will Smith, ja, egal wo der ist, so, die Leute sind sofort da, das sind die Fünfer. Ja, also 3 und 5 sind sich ähnlicher, deswegen auch immer darauf gucken, welche Zahlen passen miteinander zusammen. 3 passt in die 6 rein, die 6 steht für Familie, auch Sexualität, aber auch gleichzeitig Menschen, die sich sehr stark kümmern wollen. Also die 6er, das sind Menschen, egal ob im Unternehmen oder innerhalb ihrer Familie, die wollen sich kümmern. Die 7er wiederum spirituelle Zahlen. Die 8 sind Menschen, die gut mit Geld umgehen können. Das sind auch Imperien aufbauen. Also so ein 8er sind machtvolle Menschen. Also die wollen wirklich Strippen in der Hand ziehen. So ein Pate, ja, der ungerne Kontrolle abgibt, der auch von vielen respektiert wird, so ähnlich wie der 4er. Wenn die reinkommen, dann ist so sehr, sehr viel Respekt da auf unbewusster Ebene, weil sie so eine gewisse Macht ausstrahlen, diese 8er. Und 9 ist wiederum der Abschluss, ja, ist die letzte Zahl, weil 10 ist wiederum 1 plus 0 ist wieder 1. Und 9 sind sehr oft spirituelle Seelen, sie inkarnieren bewusst, um nur noch mehr zu dienen. Werden oft ausgenutzt, aber sie wollen nicht sich unbedingt bereichern, sondern sie wollen tatsächlich den Menschen größten Nutzen, Vorteil stiften. Sie wollen die Ebene der Menschen auf ein neues Fundament, auf ein neues Level zu bringen. Es heißt, Maxim, ne? Also das, was du gesagt hast, ich muss da eh nochmal zurückspulen und für alle Zuhörer, Leute, das war gerade crazy, wie er es runtergebrochen hat. Maxim, kannst du mir jetzt sagen, wenn ich jetzt jemanden auf einem Event kennenlerne oder jetzt mit deinem Wissen, du lernst jemanden beim Event kennen oder vielleicht über Chat kennen oder sonst was nach, achtest du sofort auf den Vornamen und analysierst das? Okay, wow. Nee, ich würde eher nein sagen. Ich glaube tatsächlich, was ist denn Intuition? Das ist ja deine unbewusste Intelligenz. Ein Schachspieler, der vielleicht schon 30.000, 40.000 Partien hinter sich hat, der sieht das Schachspielfeld und der überlegt nicht lange, sondern das ist bumm. Ja, ein Fußballspieler, der permanent überlegt einen Strafraum, Robert Lewandowski oder bei BVB Erling Haaland. Wenn der überlegen würde, dann ist Chance vorbei. Das heißt, das ist die Intuition, die folgt allerdings meistens auf einem soliden Fundament namens Wissen. Und das heißt, Weltklasse-Spieler, jeder kennt die 10.000-Stunden-Regel, sind deshalb Weltklasse, weil sie in der gleichen Sekunde bessere Entscheidung oder schnellere Entscheidung intuitiv treffen. Mhm. Und das heißt, was ich tue, ist, ich habe jahrelang sehr viel Wissen mir angeeignet, nur dann wäre ich nur auf der Ego-Ebene, auf der Kopfverstandesebene, also lasse ich komplett los und dann fließt das alles ein. Dann gucke ich mir die Farben an, dann gucke ich mir Numerologie, Astrologie, den Klang der Stimme, ja. Sokrates sagte, sprich, damit ich dich sehe. Ich glaube, dass das Bewusstsein des Menschen sehr stark über die Stimmwellen klingt. Guck mal, in dem Wort Bestimmung, Berufung, Bestimmung, da steckt ja das Wörtchen Stimme drin. Ich glaube daran, an die Zahlen, glaube ich. Ich gucke mir die Stoffe an, das Gewebe. Ein Holzfällerhemd hat eine andere Schwingung, große Karos, als jetzt ein feines, feiner Stoff, weißt du. Die Farben, die du jetzt gerade anziehst, das wäre jetzt interessant zu sehen, wie du privat am liebsten rumläufst. Das Sakko, was du jetzt anhast für die Podcast-Menschen, steht dir sehr gut. Die Frage ist,
wenn jetzt keine Kamera da ist, in welchen Farben sehen wir Michael am liebsten? Jetzt mal davon. Gute Frage. Ja, also manchmal nimmst du zwischen 20 bis 23 andere Farben und plötzlich 16 bis 19 tragen Menschen ganz andere Farben. Jeder kennt das und das ist wiederum auf der Seelenebene unbewusster Wunsch, sich zu verändern. Wenn eine Frau plötzlich zum Partner sagt zu Hause, hey Schatz, lass uns die Möbel umstellen, dann liegt es ja nicht daran, dass es langweilig ist zu Hause und sie Möbel umstellen möchte, unbewusste Ebene. In der Beziehung passt gerade was nicht, aber ich traue mich nicht, das zu kommunizieren. Ich will die Möbel verstellen. Also es ist ja alles Schwingung. Es ist gerade alles Energie. Und das heißt, ich gucke auf weiterhin jetzt Astrologie. Astrologie, jeder kennt das Disk-Modell oder von meinem Kollegen Tobias Beck, der hat das ins Leichtdeutsch übersetzt. Wal, Eule, Hai, Delfin. Und Delfine. Ja, genau. Und das ist ja aufgebaut auf der Vier-Elementen-Lehre und das ist Feuer, Wasser, Luft und Erde. Und das ist wiederum Astrologie. Die 12 Sternzeichen lassen sich in 4 Päckchen zu 3 Sternzeichen zusammenpacken. Und das heißt, wenn ich die Sternzeichen weiß, dann weiß ich schon, welches Element, wie standen die Planeten, als derjenige geboren ist. Viele sagen Astrologie Schwachsinn, aber keine zweifelt an einer Ebbe und Flut, ja, wenn der Mond mal heller oder dunkler ist. Also ich glaube daran, ich weiß, dass Nostradamus zum Beispiel im 15. Jahrhundert Astrologie gelernt hat an einer Universität. Das war genau damals so ein wissenschaftliches Wissen wie Astronomie. Heutzutage sagen viele Menschen Esoterik-Quatsch. Nur wenn ich das abtue, dann beraube ich mich ja der Chance, davon zu lernen. Wenn ich aber das Wissen aufnehme, nicht sofort werte, sondern beobachte, ich beobachte seit über 20 Jahren Astrologie und ich habe gesehen, warum sind bestimmte Fußballspieler so herausragend? Warum gibt es jetzt Lionel Messi, Linksfuß, Krebs-Sternzeichen, weißt du? Der hat einen anderen Ansatz mit dem Ball als Cristiano Ronaldo. Beide Weltfußballer die letzten 12 Jahre, abwechselnd. Aber Ronaldo ist Wassermann. Wassermann möchte herausragen, indem er etwas anders macht, indem er kreativer ist, indem er jenseits vom Norm ist. James Dean in Hollywood vor 100 Jahren gelebt, auch Rebelle. Der wollte die Norm wegwerfen und er wollte etwas neu erschaffen, weißt du? Du wiederum Steinbock, das heißt solides Fundament. Das heißt, du gehst deinen Schritt-für-Schritt-Weg und möchtest nicht unbedingt dem Zufall deine Karriere überlassen, sondern du gehst strategisch vor. Und deswegen langfristig, spätestens langfristig, wirst du erfolgreich sein. Du bist dazu noch clever, hast mutige Ohren, die sind leicht abstehend. Das heißt, das sagt meine Frau auch immer, ne? Ja, das steht für Mut. Das ist ja, gut. Ach. Will Smith hat auch leicht abstehende Ohren. Das heißt aber, da sind Menschen, die trauen sich deutlich mehr. Mhm. Face Reading, das nächste, worauf ich gucke. Graphologie, die Deutung der Handschrift des Menschen, wie er schreibt, kannst du schon sehr, sehr viel lernen. Alleine an dem Buchstaben G erkennst du die Sexualität des Menschen, an der Schwingung des Gs da unten. Also es gibt viele Dinge, auf die du bewusst oder unbewusst achten kannst, wenn du weißt, worauf du schaust. Okay. Ich überlege gerade einen Videokurs, einen neuen dazu rauszubringen, den wir dann genau diese 6, 7, 8 Bereiche dann runterbrechen, um den Menschen so Basic Skills zu geben. Wir haben eine Online-Akademie, allerdings dieses Wissen habe ich bis jetzt nur für mich genutzt. Fast ach, ehrlich? Mhm. Okay, weil guckt euch gerne seine Online-Akademie an, ist alles verlinkt in den Shownotes. Ihr werdet feststellen, Maxim hat sehr viel Wissen zu sehr vielen Bereichen. Deswegen sagte ich, Leute, ganz am Anfang, ihr merkt, ich habe das nicht ohne Grund gesagt, einer der smartesten Typen. Maxim, jetzt mal, es gibt viele Menschen, die jetzt sagen, okay, hey, geil, mega geiles Wissen. Jetzt stell dir mal vor, jemand ist in der Situation und versteht jetzt selber seinen Menschentyp in Anführungszeichen. Okay, hey, ich bin Steinbock etc. pp. Sollte er jetzt nur noch mit Menschen Kontakt haben, die zu ihm passen? Oder mal angenommen, jemand ist jetzt am Anfang und möchte zum Beispiel über Social Media rausgehen, wie du zum Beispiel rausgegangen bist. Sagt man dann, okay, ich passe mich auch den Leuten an. Zum Beispiel klassisches Beispiel bei einem Verkaufsgespräch. Mhm. Jemand sitzt vor dir und ist vom Menschentyp vielleicht nicht so passend zu dir. Was machst du dann? Passt du dich dem an, wie ein Chamäleon? Oder sagst du, okay, ich bleibe, wie ich bin und mir vollkommen egal. Hauptsache, ich ziehe nur Leute an, die zu mir passen. Sehr, sehr gute Frage. Zwei Antworten. Während du gefragt hast, kamen die beiden Antworten dann hoch. Ja. Die sind nicht unbedingt klassisch. Also Antwort Nummer 1 würde ich mit Frage gerne beantworten. Stell dir mal vor, du bist auf einem Planeten, Michael, wo alle aussehen wie du. Sie tragen auch das gleiche Sakko wie du. Sie haben dein gleiches Gesicht. Und jetzt bist du auf einem anderen Planeten und dort sehen alle anders aus als du. Und die Menschen, die anders aussehen, die sehen auch untereinander komplett unterschiedlich aus. Wo lernst du nach einem Tag mehr? Bei dem Planeten, wo alle unterschiedlich sind. Yes. Und das heißt, die Frage ist, was ist die Absicht?
Wenn meine Absicht ist, möglichst viel zu lernen, und deswegen habe ich auch gesagt, mein Fundament sind die vier Lebensbereiche Gesundheit, Beruf, Beziehung, Spiritualität. Und nachdem ich diese vier Lebensbereiche verzahnt habe, habe ich die Möglichkeit, ein massives Fundament zu haben, was ich so im Markt, es gab die Vera Birkenbiel, ja, die ist seit 2011, seit knapp 10 Jahren fast tot. So, und dann hatte ich damals die Möglichkeit, ihr Erbe nachzutreten, wurde auch gefragt von ihrem Management-Team. Und da habe ich gesagt, es tut mir leid, ich möchte nicht Vera 2 sein, ich möchte Maxim 1 sein. Mhm. Und ansonsten gibt es in dieser Welt für mich einen zweiten Menschen. Das ist Brian Tracy, mit dem bin ich regelmäßig im Austausch, haben jetzt in den letzten 30 Tagen wieder zweimal persönlich gesprochen. So, aber was Brian, alte Schule, auch über 80 Bücher, es gibt nicht einen Menschen weltweit, der mehr Bücher verkauft hat zu unterschiedlichen Lebensbereichen wie Brian Tracy. Wow. Aber Thema Spiritualität kann ich ihm sehr viele beibringen, weil er ist übrigens auch Steinbock. Ach, ja, okay. So wie Denzel Washington Steinbock ist, so wie, wie heißt der, Kevin Costner Steinbock ist. Und da gab es noch irgendeinen, also es gab viele, viele Steinböcke. Steinbock hat die Element Erde, ja, sind gute CEOs, das sind diejenigen, die das ganze Unternehmen leiten können, das sind diejenigen, die aufs Team aufpassen können, die genau, du hast dazu noch, korrigier mich bitte, aber welches Land in Afrika war es? Eritrea. Eritrea, okay. Das heißt, afrikanische Mentalität ist die nächste Rubrik, ja. Zum Beispiel, wenn du Frauen Komplimente machen möchtest, dann Frauen aus Südamerika, die lieben Komplimente für ihr Haar, während die Frauen in Europa ihr Komplimente für ihre Augen lieben. Also das heißt, jede Kultur hat unterschiedliche Neigungen, Vorlieben und so weiter. So, jetzt kommst du aus dem Afrikanischen, dadurch bist du eh vernetzter, dadurch hast du eh dieses, weißt du, dass das Volk, die Menschen sind eher im Afrikanischen zumindest heute noch mehr in Stämmen, Kreativität ist dort gefördert. Hier in Europa, jeder sitzt in seiner Betonzelle, ja, und wundert sich, dass Kreativität flöten geht. Und wenn ein Deutscher in Spanien Urlaub macht, dann beschwert er sich, dass der Kellner ihn so oft an der Schulter anfasst, weißt du? So, aber für die Menschen ist dort Nahbarkeit Überlebensmuss. Die freuen sich über die anderen. Die Deutschen, die machen Trennung. So, die Frage ist, was ist richtig? Und es ist immer die Frage der Perspektive. Also die eine Antwort ist, du lernst mehr, je unterschiedlicher dein Umfeld ist. Ich habe bewusst Menschen in meinem Team, die ganz anders ticken als ich. Aber ich weiß, das bringt uns weiter. Ich muss nicht immer der gleichen Meinung sein. Dann darf ich mein Ego parken und sagen, hey, danke, nehmen wir, Punkt. Frage Nummer 2, was mache ich im Vorstellungsgespräch, im Business-Meeting oder sonst was? Mit 2 Zitaten beantwortet. Charles Darwin, nicht die stärkste, nicht die intelligenteste Spezies, kennt jeder, sondern die, die am meisten zur Anpassung fähig ist. Und Max Planck sagte, der große Physiker, jedes Mal, wenn in den Naturwissenschaften eine neue Theorie rauskommt, dann verbreitet sich diese nicht durch Akzeptanz, sondern durch das Aussterben der älteren Generation. Und das wiederum bedeutet, die meisten Menschen sind nicht zur Anpassung fähig und deswegen sind sie ihr Leben lang, sie bleiben da, wo sie sind. Sie verdienen plus minus das Gleiche, ja, nach 5 Jahren, 10 Jahren verdienen sie 10-20% mehr. Sie haben plus minus ähnliche Beziehungsfähigkeiten, weil du bist nur zu dem Grad imstande, glücklich, finanziell frei oder in deiner Beziehung glücklich zu sein, wie der Level deines Bewusstseins. Und das gilt für die 4 Lebensbereiche. Wenn mein Bewusstseinsgrad ist 1.200 € im Monat, dann werde ich dort gefangen sein, weil es mein Bewusstseinsgrad ist. Wenn mein Bewusstseinsgrad ist 14 Kilo jedes Mal Übergewicht, dann werde ich auch dort sein. Verändert sich mein Bewusstsein durch neues Wissen, durch Inspiration, durch Lernen von Top-Experten, von kluger Information? Weil wenn du das tust, was erfolgreiche Menschen tun, wirst du ebenfalls sehr erfolgreich werden. Wenn du das vermeidest, was erfolgreiche Menschen vermeiden, kannst du nicht scheitern. Weil die meisten sagen, lass mich, ich kann das. Also diese Form von Amateurarroganz, ja, diese Überheblichkeit, dass ich kann es, ich bin nicht bereit zu lernen und dann kommt Ego ins Spiel und mit Ego ist dein Kanal zu nach oben, dann empfängst du nichts wie ein Mozart, ein Da Vinci, ein Tesla, ein Elon Musk, weil die sitzen an der Quelle und die empfangen dann diese herausragenden Ideen. Und das heißt, was mache ich in einem Gespräch, um deine Frage zu beantworten, wenn jemand komplett mir gegenteilig ist? In der Körpersprache sage ich immer nicht kräftigen Händedruck, sondern anpassen. Ja, also welcher Menschentyp ist vor dir? Ist dein Dominanter, dann will er kräftigen Händedruck. Ein Alpha-Tier respektiert dich nur, wenn du selbst ein Alpha bist. Das heißt nicht aber, dass du macho oder aggressiv bist, sondern dass du kraftvoll auftretest. Ein Alpha-Tier läuft auf Absätzen, unbewusste Ebene. Das habe ich erreicht, das habe ich erreicht, das habe ich erreicht. Bam, bam, bam.
ja, ein Mensch, der leichte Schwingung hat, eine Ex-Partnerin von mir, sie hatte auf einen Fußballen, ist sie geflogen, fast, du hast sie kaum gehört durchs Wohnzimmer, wenn sie gelaufen ist, ja. Das ist, ich will gar nicht auffallen, ich will nicht zu viel Raum einnehmen. Die Statur des Menschen, nächste Persönlichkeitsebene. Wenn du guckst, ein Mensch ist extrem übergewichtig, dann ist es auf unbewusster Ebene, wenn er es seit Jahren nicht schafft abzunehmen, ich schütze mich. Das Fettgewebe als Schutz von dem sensiblen, kleinen, verletzten Kind. Oder einer, der total abgemagert ist, auf unbewusster Ebene. Ich habe es nicht verdient, dass ich Platz einnehme. Ich möchte möglichst wenig Platz den anderen wegnehmen. Ich magere mich runter. Es ist ja alles unbewusst. 90% aller Krankheiten sind eingefangene Emotionen. Die meisten werden in der Kindheit erzogen in diesem Erwartungskorridor zwischen Schuld und Scham. Mal, ne, schäm dich dafür oder du bist schuld, dass du das und das nicht getan hast. Und wenn ich aber diese niedrigen Schwingungen, Emotionen in meinem Körper habe, dann ist Erfolg nicht möglich, weil das Universum kommuniziert über Gefühle, über Emotionen. Möchte ich also herausragendes Leben, dann ist das Einzige, was ich beeinflussen kann, hier, jetzt. Und das heißt, deine jetzigen Emotionen entscheiden, wo du in einem Jahr, in 5 Jahren, in 10 Jahren sein wirst. Die meisten Menschen lernen Bücher lesen, ist sowieso unsexy fürs Gehirn. Irgendwelche Bücher, schwarze Buchstaben auf weißem Papier. Also ist Gehirn tot eigentlich. Ja, deswegen sagen wir, bei mir in der Akademie gehen jetzt auf 20.000 Menschen die Videokurse. Leicht verständlich, so wie jetzt die Menschen das Video hören oder sehen. Die meisten, ja gut, manchmal ist es wahrscheinlich nicht ganz verständlich, weil jetzt mir die Zeit fehlt, alles detailliert zu erklären. Aber das in Tages-Events, Tagesseminaren, die sehr, sehr hochpreisig waren vor Ort, bis zu 3.000 € gekostet haben, gibt es in der Online-Akademie für ein paar hundert Euro einen ganzen Videokurs, Aufzeichnung, wo ich dann weiß, wenn ich dieses Wissen gehabt hätte mit 20, ich weiß nicht, wo ich heute wäre. Ich bin heute 35 und ich lerne mein Leben lang, aber ich bin mir sicher, egal wo du heute bist, wenn ich so eine Anleitung geben müsste an einen Menschen, dann würde ich sagen, Punkt Nummer 1, sei dir dessen bewusst, du bist eine Seele hier auf diesem Mutterschiff Erde und du bist hier auf einer Durchreise. Ja? Du bist in dieser Inkarnation, hast du diese Erfahrung, du hast diesen Job, du hast diesen Partner, dieses Aussehen. So, hör auf zu jammern, sondern nimm das an, dass du hier auf der Erde bist und dass das kein Zufall ist, was du gerade erlebst. Das heißt, jetzt plötzlich kommt innere Akzeptanz und ich höre auf zu kämpfen. Punkt Nummer 2, fang an zu lernen. Punkt Nummer 3, vervierfache deine Lerngeschwindigkeit. Weil wir haben, genauso wie du und ich und Mozart und Einstein und Steve Jobs, alle 24 Stunden pro Tag. Und das heißt, wir haben die gleichen Ausgangsbedingungen, aber ein Elon Musk, der arbeitet hat 100, 120 Stunden, und er ist ein schneller Lerner. Ja, Tony Robbins in unserer Szene, Jim Rohn sagte über ihn, he was incredibly fast learner. So, das heißt, wenn ich bei Null starten würde, dann würde ich mir Da Vinci Master reinziehen. Wie schaffst du es, 1 bis 3 Bücher pro Tag zu lesen? Die meisten lesen ein Buch im Monat, statistisch gesehen 8 bis 9 Bücher im Jahr. Und die meisten sind davon Romane, also nur 2 bis 3 sind der Persönlichkeitsentwicklung oder irgendwas, was mit vielen Lebensbereichen zu tun hat. Also die meisten lernen auch viel zu wenig und wundern sich, dass das Leben so hart ist. Dein Leben wird erst dann besser, wenn du besser wirst. Genau. Du wolltest was sagen. Ich wollte schon mittendrin was sagen, dachte mir im Kopf ganz halt, woher weiß der Typ das? Und jetzt auch hier, macht euch klar, Maxim ist jetzt 35, ne? Und ich hätte dich wesentlich, also allein vom Wissen her müsste man denken, der Typ ist 150, aber vielleicht, Maxim, kannst du einfach mal dem einen oder anderen bewusst machen, weil viele hören dich jetzt sprechen und denken sich, woher weiß der Typ das Ganze? Vielleicht kannst du dem einen oder anderen bewusst machen, wie viel Arbeit du eigentlich wie viel Arbeit du reingesteckt hast. Vielleicht auch, wenn es mental gewesen war oder wenn du sagen sollst, okay, ich habe extrem viele Bücher gelesen, vielleicht kannst du den Leuten mal bewusst machen, dass es nicht immer so war, weil korrekt. Alles, was du gerade sagst gerade, ist, ich bin mir sicher, am Ende werden wir noch Fragen stellen zum Thema ein paar Buchtipps, aber vielleicht kannst du dem einen oder anderen vielleicht mal Mut aussprechen und sagen, hey, das war nicht so, das war nicht immer so. Also, war gar nicht so. Ich glaube, deswegen, ja. Die meisten verändern sich, sagte ich, ja, durch Frustration, durch Schmerz. Und ich bin ja den klassischen Weg gegangen. Du bist, glaube ich, bei Frankfurt zu Hause, ne? Genau. So, ich habe studiert in Gießen und bin dann nach 7 Jahren Justus-Liebig-Universität. Ach so. Ja. Ich habe ein paar Freunde, okay. So. Genau. So, und bin dort mit 627 dann nach Köln gerufen worden. Meine Hellseherin hat es mir schon 9 Monate vorher prophezeit und sagte, Maxim, ich sehe dich da weggehen Richtung Köln. Ja, also ich, also so, und dann bin ich im Consulting gestartet und da war 2, 3, 4 Monate und da habe ich gemerkt, Fremdbestimmung, ich tue hier irgendetwas, wofür ich gut bezahlt werde, ein Dienstauto habe und dieses Hotel haben sie mir zur Verfügung gestellt.
Und das war aber nicht meins. Und dann hat das Universum dazwischen gegrätscht und ich bin gefeuert worden, weil ich da mit einer Kollegin nicht so gut zurechtkam. Projekt. Und dann musste die Chefin entscheiden. Und aus meiner Sicht hatte ich recht, aber die Kollegin, die hat sich, keine Ahnung, irgendwie bedroht von mir gefühlt. Das war in so einem externen, bei einer Bank. Und dann war ich quasi dort als ihre Unterstützer und das mochte sie irgendwie nicht und dann hat sie mich versucht wegzuekeln. So, Ergebnis daraus, Chefin musste sich entscheiden, wer nimmt sie? Natürlich die Kollegen, die seit 20 Jahren bei ihr ist und Maxim steht auf der Straße und darf Hartz IV beantragen nach 4 Monaten. Dann habe ich einen zweiten Job probiert, diesmal eben dachte ich, bin ich klüger in meiner Wahl, wieder ein kleines Consulting-Unternehmen und wollte unbedingt Seminare geben, Trainings und auch das wurde mir versprochen, aber nicht gehalten, mit dem Ergebnis, dass dann auch danach nach 4 Monaten der Chef kommt und sagt, Maxim, ich habe die letzten 3-4 Tage nicht geschlafen, aber ist es uns noch nie passiert, aber ein Auftrag ist weggebrochen, 200.000 Euro fehlen, wir können dich nicht mehr bezahlen, wir müssen dich leider kündigen, weil du als Letzter gekommen bist, aber du kriegst ein super Zeugnis von uns. Und da denke ich mir, habe mir gerade ein Auto gekauft, einen verbeulten Peugeot 206 für 3.200 Euro, also verbeult war der nicht, aber sah halt nicht so schick aus. Und da war ich jetzt pleite, weißt du, ich habe ein Auto gekauft, damit ich nicht jeden Tag 2,5 Stunden mit der Bahn pendeln muss, damit ich in einer Stunde hin und zurück bin. Und jetzt plötzlich habe ich ein Auto, was ich gekauft habe im zweiten Job und darf wieder Hartz IV beantragen nach 4 Monaten. So, und wenn du frustriert bist, ich habe geheult wie ein Mädchen, dann kommst du nach Hause und dann habe ich bin ein gläubiger Mensch, ich habe eine sehr viel Demut. Da habe ich wirklich gesagt, hey, bitte hilf mir, ich habe da geheult, 5er Pack Bücher gebraucht gekauft und habe gesagt, wenn du mir einen Weg weißt, ich verspreche dir, ich werde das sehr, sehr viel zurückgeben, an die Menschen weitergeben, was ich dadurch erfahren durfte. Und dann hat meine Reise angefangen, weißt du, aus Hartz IV. Und dann habe ich mich irgendwann bei Gedankentanken heute Greater beworben und da habe ich nichts gehört, nicht meine Antwort, nichts. Ich bin dran geblieben, 2-3 Mal. Dann hat irgendwann, fragt mich die damalige Rechtsanwältin, waren zu viert damals nur, hey Maxim, du bist ja im Vertrieb nicht gut. Ich hatte keine Ahnung von Vertrieb, aber ich sage, ja, bin ich. Da sagt sie, ja, ich habe hier einen Freund von mir, der möchte gerade ein Fitnessstudio eröffnen. Könntest du da irgendwie helfen, damit er ein paar neue Kunden kriegt? Das ist mein bester Freund. Und da sage ich, ja klar, mache ich. Und dann denke ich mir, du Idiot, was machst du denn jetzt? Du hast keine Ahnung von Vertrieb. Und dann habe ich das gemacht, was mir dann einfiel. Mir ist eingefallen, da ist ein riesengroßes Hotel direkt daneben. Und dann habe ich dann den Manager von dem Hotel gesagt, hey, passen Sie auf, Sie haben ein super schönes Hotel, aber die Attraktivität Ihres Hotels würde zusätzlich steigern, wenn Sie eine Kooperation hätten, direkt mit einem privaten Fitnessstudio, direkt hier 200 Meter weiter. Ihre Gäste kommen zu Ihnen und können auch Sport machen, wenn Sie längeren Businessaufenthalt haben. Oh ja, ist eine gute Idee. So, und dann 2-3 Wochen später ist dann Eröffnung des Fitnessstudios, steht der Vorstand von dem Hotel, da sind irgendwie, weiß nicht, 50, 60 Mitarbeiter und dann dieser Fitnessstudio-Inhaber und dann die junge Frau von Gedankentank. Und da stehen wir zu viert in diesem Kreis. Und dann sagt sie, Mensch, Maxim hat geliefert. Und dann sagt sie, ja, ich kriege die ganze Zeit mit, du willst zu Gedankentanken. Und dann sagt sie, komm doch nächste Woche Dienstag vorbei. Ich dann gesagt, getan, stehe dann dort, sagt sie zu mir, übrigens, Stefan Friedrich kommt auch. Da habe ich genauso wie du geschluckt vor diesem Interview und dachte, oh, fuck. Stefan Friedrich kommt zu mir, gib mir die Hand, in erster Satz. Ich habe nur 40 Minuten, da muss ich weg. Ergebnis war, nach 3,5 Stunden saßen wir immer noch da, der ist nicht weggegangen und hat mir dann einen Job vorgeschlagen. Und dann hat dann meine Körpersprache gemerkt, dass dieser Job mich nicht anspricht. Und dann hat er mich eine Woche später gesagt, komm doch mal ins Team-Meeting und dann hat er für mich eine Stelle erschaffen und das war dann Studienleiter und dann durfte ich quasi alle meine Seminare, alles Wissen, was ich mir über Jahre angeeignet habe, dann abliefern. Weißt du, warum war das möglich? Heutzutage wahrscheinlich nicht möglich. Gedankentanken hat 120 Mitarbeiter. Aber damals einfach nur Vorbereitung trifft auf Gelegenheit. Ja? Oder wie sagte der Chemiker Louis Pasteur, der Zufall begünstigt nur eine vorbereitete Chance, einen vorbereiteten Geist, Entschuldigung, der Zufall begünstigt nur einen vorbereiteten Geist. Und ich habe mich mein Leben lang vorbereitet. Deswegen sage ich auch immer, übe, übe, übe. Und wenn es drauf ankommt, sei spontan. Dann musst du ready sein. Es ist, Leute, ich höre mir diese Podcast-Folge mehrmals an und ich hoffe, der eine oder andere wird auch die Chance ergreifen, natürlich auch da seine Kurse in Anspruch zu nehmen. Und Maxim, jetzt auch hier, nur, ich weiß, du hast wenig Zeit, deswegen will ich das Ganze auch respektieren. Wir werden gleich in Richtung Schluss gehen. Es würde mich trotzdem interessieren, kannst du vielleicht dem einen oder anderen deutlich machen, weil ich werde nach der Frage nochmal 3-4 kurze Fragen stellen, kannst du vielleicht dem einen oder anderen bewusst machen und deutlich machen,
Du sagst, du sprichst die ganze Zeit von Vorbereitung, üben, üben, üben. Was heißt genau üben, üben, üben oder Vorbereitung in der jeweiligen Situation? Wenn jemand zum Beispiel, weil viele der Zuhörer wollen die Selbstständigkeit zum Beispiel, was ist das zum Beispiel? Okay, großartig. Also nehmen wir mal vier Lebensbereiche und vertiefen die Selbstständigkeit. Die vier Lebensbereiche werden tagtäglich, ist es der Zugang zu deiner Gesundheit. Ja, also jetzt, Standpunkt jetzt beim Aufnehmen ist bei mir 13,48. So, was habe ich bis jetzt heute gegessen? Das waren eine Mandarine, eine Pflaume und eine Kiwi. Das sind drei Sorten, die alle drei unterschiedliche Farben haben. Warum? Weil es unterschiedliche Vitamine hat. Ich starte bewusst mit Frühstück namens Obst und ich warte mindestens 30 Minuten, eher 60 Minuten, weil Obst verdaut sich in 20, 30 Minuten. Danach kommt die normale Nahrung. Das heißt, ich meide bewusst Fleisch, Fisch sowieso, klar, weil es alles hat Schwingung. Und totes Gewebe, totes Tier hat Angst, es hat Schmerz und du konsumierst diese Schwingung, indem du es isst. Das heißt, du setzt deine Schwingung herunter. Bist du in einer niedrigen Schwingung, vergiss es, den göttlichen Zugang, diese Gammawellen, von der die Gehirnforscher sprechen, diese Eingebung, von der Michael Jackson gesprochen hat. Es ist mir fast peinlich, aber ich habe nicht einen Song geschrieben. Es fließt durch mich. Ja, warum? Weil seine Schwingung sehr hoch ist. Michael Jackson, seine Stimme, wenn er geredet hat, das war sehr liebevoll, das war sehr sanft. Das heißt, seine Stimme hat schon verraten, sein Bewusstseinsgrad. Der erfolgreichste männliche Schauspieler aller Zeiten, Daniel Day-Lewis, dreifacher Oscar-Gewinner wie Meryl Streep, er sagte, nichts ist so intim wie der Klang der Stimme eines Menschen. Und das heißt, das Bewusstsein zeigt sich durch die Stimme. Die verändert sich auch. Je mehr du weißt, plötzlich verändert sich deine Stimme, weil sie muss sich ja anpassen. Es ist ja alles magnetisch. Es schwingt ja alles miteinander. Ja, wenn du in einer Schwingung bist, ist es unmöglich, jemanden in der Beziehung kennenzulernen, der nicht zu dir passt. Geht nicht. Du würdest diesen Menschen, du würdest denken, attraktiv, aber ist nicht. Verstehst du? Es matcht einfach nicht. Das ist so, Lebensbereich Selbstständigkeit. Also ich würde die anderen dreimal kurz noch mit aufgreifen, bevor wir zur Selbstständigkeit oder zum Lebensbereich Beruf gehen. Also bei mir ist zum Beispiel hier bewusst Thermoskanne, ja, würde ich Wassertemperatur trinken, dann 20 Grad Körper, 36 Grad, entziehst du von morgens schon Energie. Ich esse bewusst nichts bis 13, 14 Uhr, weil heute ein bisschen früher, weil das Interview jetzt um 13 Uhr angefangen hat. Lebensbereich, nehmen wir mal Beziehung. Ja? Du kannst zwar nicht, am Anfang wollen alle, später weniger. Es gibt allerdings einen Unterschied zwischen zusammenkommen und zusammenbleiben. Und das heißt, Beziehung ist nichts Statisches. Es gibt da Praxiswerkzeuge. Ich habe dazu, ich überlege jetzt ein 3-4-Tage-Seminar anzubieten, nur mit Content, also kaum Übungen drin. Einfach nur wie Beziehung. Wir haben jetzt einen Videokurs dazu, Beziehungsglück heißt ja, das ist ein Tagesseminar, Aufzeichnung, alle Praxistools, die ich mir gewünscht hätte, mit 25 gewusst zu haben, was du aktiv tun kannst. Also nicht einfach nur seid fröhlich, macht euch Komplimente, das ist zu wenig, sondern Beziehung ist hochkomplex. Ich glaube, es gibt insgesamt nur zwei große Bereiche im Leben, das ist Berufung und Beziehung. Wenn du die beiden meisterst, dann hast du schon 90% deines Lebens gepackt. Also das heißt, um jetzt in Beziehung zwei, drei Tipps rauszuhauen, was kannst du praktisch tatsächlich tagtäglich tun? Ich glaube, die meisten Konflikte, Streitereien bauen auf Kommunikation auf. Es fliegen nach wie vor Raketen zwischen Israel und Westjordanland, Gazastreifen, einfach weil Menschen zu wenig Verständnis füreinander haben. Die sagen, ihr seid das, wir sind das, Grenze. Das ist, frage dich immer wieder, was ist das Bedürfnis hinter dem Gesagten? Meistens ist es so, dass der Schmerz, den viele in ihren Beziehungen erleben, entweder ist es langweilig oder ist es der andere triggert dich permanent, du bist ständig in Konflikten, dann sei dir dessen bewusst, dein Schmerz, den du jetzt erlebst, ist meistens sehr viel älter als deine aktuelle Beziehung. Und das kann sogar manchmal in Vorleben gehen, ja, wenn wir jetzt ein bisschen Spiritualität mit reinpacken. So, das heißt, wenn dich deine Eltern schikaniert haben, dein Ex-Partner dich verletzt hat, dann macht dein aktueller Partner etwas Ähnliches und du denkst dir, Alarm, 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 Unterbewusstsein reagiert sofort. Das heißt, guck dir dein Thema an. Sei dir dessen bewusst. Hab die Möglichkeit, ehrlich und liebevoll in der Beziehung reden zu können. Der Raum für Ehrlichkeit, für Wahrheit heißt Toleranz. Viele Menschen sind auch nicht bereit, in der Beziehung ehrlich zuzuhören. Ja, wenn der Mann irgendwie dann irgendwelche sexuelle Dinge an die Partnerin sagt, die er tagtäglich wahrnimmt, dann sagt sie, du Schwein. Würde sie ihm zuhören, dann würde der Mann gar nicht den anderen Frauen hinterher zu gucken, weil er sagt plötzlich, ich werde geliebt. Obwohl ich anderen Frauen hinterher schaue. Und plötzlich ist der Rahmen für Ehrlichkeit, Wahrhaftigkeit. Wir trauen uns aber nicht, mit unseren Schatten zu zeigen. Und schon Carl Gustav Jung
sagte, ich plus Schatten gleich selbst. Das heißt, die meisten wollen ihren Schatten aber nicht integrieren. Und weil sie es nicht tun, sind sie gezwungen zu projizieren. Du, du, du. Du bist böse, der macht das komisch, der macht das komisch. Aber eigentlich sind es ja nur die eigenen Anteile, die ich in anderen sehe. Ja? Wenn einer 10-mal betrogen hat, hatte ich jetzt einen Klienten, der sagt, ich bin mega eifersüchtig auf meine Partnerin. Sage ich, hat sie schon mal jemals was gemacht? Sagt sie, nee. Aber er hätte die Gelegenheit ergriffen. Verstehst du? Wenn sie alleine feiern geht, ist er eifersüchtig. Warum? Weil es in seinem System ist. Ich würde irgendwas machen. Und wenn wir uns diese Dinge nicht anschauen, wird es schwierig. So, Lebensbereich Spiritualität. Sei dir dessen bewusst, du bist hier auf einer Durchreise und du bist kein Zufall. Und das heißt, je früher ein Mensch seine göttliche Mission sucht und sich nicht die Frage stellt, mit welchem Job kann ich wie viel verdienen und ist das eine coole Partnerin für jetzt im Moment, sondern sich wirklich einlassen. Ich liebe das Wort Hingabe, weil das steht für hingeben, sich an das Leben hinzugeben, zu verschenken. Und das geschieht nicht, wenn du tagtäglich die Option oder die Option, sondern das heißt All-In gehen. Wer keine Entscheidungen trifft, der wird sein Leben lang auf dem Flur, wer nicht bereit ist, durch eine Tür zu gehen, wird sein Leben lang auf dem Flur verbringen. Und das heißt, triff eine Entscheidung und sei dir dessen bewusst, du hast so wenig Zeit. Ein Tesla, Einstein, Michelangelo, Da Vinci, die hatten wie du und ich wahrscheinlich eher weniger Lebensjahre, weil die Hygiene damals noch nicht so weit war. Und das heißt, wir haben heute alle Möglichkeiten, wir haben eine vernetzte Welt. Und wer heute sagt, ich muss voll aus dem Ego agieren, der lebt im falschen Jahrhundert. Du brauchst heutzutage, ich bin früher mit Sakko und Anzug und Krawatte und Hemd aufgetreten, weil damals mein Brand war, weil die Leute mir nicht geglaubt hätten. Deswegen, wenn du jetzt einen Sakko anziehst, finde ich total cool, steht dir auch von der Farbe her sehr, sehr gut gewählt. Gleichzeitig war das damals mein Denken. Dir steht es, mein Denken war damals, Menschen glauben mir nicht, wenn ich so jung aussehe, mir fehlen die Falten. Ich bin jetzt bei den zwei größten Redneragenturen in Europa. So, und ich könnte häufiger gebucht werden. Ja, aber das liegt nicht daran, dass andere viel mehr Wissen haben als ich, sondern weil mir die Falten fehlen und die grauen Haare. Vorteil, die kommen mit der Zeit. So, weißt du, die Zeit spielt für dich. Aber, ja, es gibt ja den Spruch, es ist deutlich schwieriger, wenn du weniger intelligent bist, sich als intelligent zu verkaufen, ja. Aber intelligente Menschen können sich doof verkaufen. So, und das heißt, wenn du einfach dran bleibst und lernst, dann spielt die Zeit für dich. Und wenn wir jetzt mal zu deinem Frage kommen, Selbstständigkeit, Beruf, komm, lach mal alles aus, weil wenn du dir das unterdrückst, dann kommt es vierfach raus. Ja. Ich will nicht zu lange lachen, weil du wenig Zeit hast. Alles cool, alles cool, hau raus. Weil es ist ja Psychologie, wenn du nicht lachen darfst, dann ist es noch witziger. Alles gut. Sorry. Okay, alles fein, alles gut. Ich bin ja genauso ein Mensch. Ich glaube, wir verlieren, gerade in der Spiritualität, wir vergessen immer mehr, dass wir Seelen sind in diesem Menschenkostüm und nehmen uns auch viel zu wichtig, viel zu ernst, weißt du. Die meisten Dramen sind ja nur ego-bedingt. Entweder ich habe zu wenig oder zu viel bekommen, von was auch immer. So, Lebensbereich, Berufung, Selbstständigkeit, wenn ich dort starten möchte, was ist genau die Frage, die du da hattest? Die Frage war, okay, mal angenommen, jemand würde ist gerade davor, ja zu seinen Träumen zu sagen und denkt sich, okay, was sind die Steps? Ich glaube, was sind die Steps da? Ich weiß selber gar nicht mehr, du hast die Frage so lange beantwortet gerade, ich bin gerade selber ganz kurz raus. Ich habe nur gerade komplett zugehört. Ich glaube, die Frage war, oder der eine oder andere Zuhörer, der sich jetzt denkt, okay, das war nicht die Frage, aber vielleicht können wir die Frage trotzdem in die Richtung lenken. Und zwar, mal angenommen, jemand will sich selbstständig machen, was soll er beachten? Welche Tipps hast du vielleicht für ihn? Und da hast du alle Lebensbereiche halt versucht runterzubrechen, auch gleichzeitig. Yes, got it. Okay, dann nehmen wir die Selbstständigkeit. Weil das war der Punkt mit Übe und Vorbereitung. Was das praktisch heißt, muss man jeden Tag Bücher lesen? Soll man jeden Tag sein Umfeld ändern? I don't know, vielleicht hast du da was noch. Okay, got it. Also pass auf, ich glaube, das Spiel namens Leben hat bestimmte Regeln, ja. Also wenn ich jeden Tag Orangen esse oder jeden Tag Karotten esse, dann werde ich vielleicht in 2-3 Monaten etwas brauner sein als heute, ohne jetzt in die Sonne zu gehen. Es hat alles seine Regeln, egal was du tust. So, wenn du tagtäglich Bücher liest, dann nimmst du natürlich an Wissensschatz massiv zu. Problem Gehirnforschung, Bücher lesen ist nichts besonders sexy. Das ist, ich empfehle es heute über Emotionen. Ja, in einem Videokurs, da siehst du die Stimme, das ist für die rechte und für die linke Gehirnhälfte, du nimmst das Unterbewusstsein mit, weil Farbe, Gefühl, Mensch, Emotionen, du erlebst Live-Bilder. Sonst wäre ja Fußball und die Pornoindustrie nicht so beliebt, wenn es die Gehirnforschung nicht so massiv triggern würde, ja. So, ein Riesenmärkte. Warum? Weil das Gehirn massiv penetriert, wortwörtlich. Büchermarkt, statistisch gesehen, ich glaube nur 10% aller Bücher
schaffen die Menschen ins zweite Kapitel und nur 5% aller Bücher werden komplett bis zum Ende gelesen. Das heißt, die meisten Menschen kaufen sich Bücher, um sie reinzustellen, Ersatzbefriedigung, einmal haken, so, haben sie nie gelesen, nie reingeschaut. Wenn ich jetzt in der Selbstständigkeit starten möchte, deine Frage, dann Selbstständigkeit ist A, Mindset. Also sei dir dessen bewusst, du wirst viel Frustration erleben und plan das schon mal vorher ein. Wenn es nicht ist, dann auch gut. Du hast zum Beispiel hinten rechts, aus meiner Perspektive, sehe ich Sam Walton, das Buch. Ja, genau. Ja, der Gründer von Walmart. Und es gibt ja diese Geschichte, dass er war schon mehrfacher Milliardär. Übrigens, Walmart ist der größte Arbeitgeber der Welt mit 2,2 Millionen Menschen. Wahnsinn. Crazy. Private Arbeitgeber. Und Sam Walton war schon mehrfacher Milliardär und hat Urlaub in Brasilien gemacht bei seinen Freunden. Und plötzlich kriegt er die Freunde, bei denen er zu Hause übernachtet hat, kriegen Polizei von brasilianischen Polizei, ja, Anruf, genau. Und die sagen, hier, holen Sie mal den alten Spinner ab. Die holen ihn aus dem Knast ab, ne, mehrfacher Milliardär, und sagen, Sam, wie hast du es geschafft? Und dann sagten sie, die Polizisten, die brasilianischen, der hat ja auf dem Boden rumgekrochen zwischen den Regalen. Und warum? Weil er sagte, ich wollte wissen, ob Sie hier in Brasilien etwas wissen, was ich noch nicht weiß, von der Regalgröße und von der Tiefe. Das heißt, werde ein Schüler des Lernens. Leonardo da Vinci, mein Vorbild, sagte, ich bin ein ergebener Schüler der Erfahrung. Er hat genau hingeschaut. Er sagte, werde zunächst einmal Meister der Perspektive. Schau genau hin. Er sagte, der durchschnittliche Mensch sieht, ohne hinzuschauen, hört, ohne den Klang wahrzunehmen. Er riecht, aber er kriegt nichts mit. Er schmeckt, aber der Geschmack geht an ihm verloren und er spricht, ohne nachzudenken. Also das heißt, werde präziser in deiner Wahrnehmung. Die meisten gucken nicht wirklich hin. So, fang an zu lernen, natürlich ganz klar, Klassiker. Umfeld, glaube ich, kommt durch deine Einstellung zum Leben, weil das ist alles energetisch miteinander verbunden. Wenn ich allerdings in der Selbstständigkeit starten würde, der wichtigste Tipp wäre, schreibe dir tagtäglich 10 Ideen auf. Egal, wo du dich jetzt gerade befindest, 10 Ideen. Die meisten Unternehmen da draußen, die Dienstleistungen erbringen, sind mit einer Idee entstanden. Wir leben in einer Welt von Ideen, in einem Universum voller Möglichkeiten. Das höchste Gebäude der Welt, Burj Khalifa, 828 Meter hoch, war irgendwann mal eine Idee eines Menschen. Und das heißt, wie bekommst du denn bessere Ideen? Indem du A, erstmal Wissen aufnimmst. Ja, ein Mozart hat bis zum 12. Lebensjahr alles rauf und runter gespielt, was es vor seiner Zeit gab. Und darauf hat er dann neue Dinge verbunden, dass plötzlich alle gesagt haben, boah, Mozart. Für uns klingt Mozart wie all die anderen, aber damals war Mozart the motherfucking genius, der komplett eine andere Liga eröffnet hat. Ja, da gab es noch keine Champions League. Es war die Mozart-Liga, in der er gespielt hat. Deswegen auch sagte Salieri, der mit ihm damals sein größter Neid, voller Menschwein seiner Zeit, der sagte, Gott, wieso bist du so böse zu mir? Hast mir genug Talent gegeben, um das Genie Mozart zu erkennen, aber nicht genug, um selbst eine derartige Musik zu komponieren. So, und das kam nur, weil Mozart A, Talent hatte natürlich, aber er hat sich reingekniet. Er war bereit, den Preis zu gehen. Deine Motivation lässt dich starten, deine Gewohnheiten bringen dich ins Ziel. Das bedeutet, ohne Entschlossenheit wirst du nicht starten. Aber viel wichtiger, ohne Konstanz wirst du niemals an deinem Ziel ankommen. Und das heißt, die Dinge durchziehen. Täglich 10 Ideen aufschreiben. Wozu? Damit das Unterbewusstsein überhaupt lernt, Probleme zu erkennen. Erkenne ich Probleme? Die meisten sehen Probleme, Schatz, Wohnung stinkt oder der Kollege, der hat aber die Datei noch nicht ausgedruckt. So, die Probleme sehen die meisten Menschen, um sich zu beklagen. Finde Probleme im kreativen Sinne, die noch nicht gelöst worden sind. Airbnb, der große private Arbeitgeber, der größte, hat keine eigene Unterkunft. Uber, das größte Taxiunternehmen, hat nicht eine Taxi-Auto. Ja? Was sie gemacht haben, sie haben A plus B verbunden, indem sie vorher überlegt haben, was ist das Problem. Das heißt, jedes ungelöste Problem ist eine neue Business-Idee. Und weil die meisten Menschen aber diese Probleme nicht finden, sind sie gezwungen, ein Leben lang das zu tun, was eher von außen ihnen serviert wird. Hast du keine eigenen Ideen, wirst du dein Leben lang für Menschen arbeiten, die Ideen haben. Und alle großen Genies, alle großen Meister, die bauen auf den Ideen auf. Also herausragendes Leben baut auf herausragenden Ideen auf. Hast du durchschnittliche Ideen, dann liegt es entweder daran, dass du zu wenig gelernt hast in der Vergangenheit. Ich würde heute nur noch Videokurse, Coachings und Seminare besuchen, empfehlen. Ja, Bücher und Hörbücher auch gut. Aber das Problem halt ist, es ist weniger emotional für die meisten Menschen. Und der zweite Grund, warum die meisten Menschen keine herausragenden Ideen haben, ist, dass ihr Ego zu groß ist. Und das Universum, wenn es einen Schöpfer gibt, wenn es deine Seele gibt, die sind nicht daran interessiert, dass du ein Mordsego hast und dadurch die Welt gehst und sagst, yo, ich bin der Krasseste, sondern je größer dein Ego ist, desto mehr ist dein Kanal zu
und dann bist du offline. Und bist du offline, dann bist du dein Leben lang gezwungen, immer das Gleiche zu erzählen, weil da nichts mehr Neues nachkommt. Ich habe manchmal Eingebungen, Michael, da sitze ich da 2-3 Stunden und denke mir, woher kommt das? Aber ich schreibe das alles runter und ich habe es auch noch nie gehört vorher. Warum? Ich habe viel gelernt und ich hebe meine Schwingung an und wenn ich meine Schwingung anhebe, dann kommt der nächste Download, eine nach dem nächsten, weil jetzt das Universum sagt, okay, jetzt hat er es verstanden. Und die Meisterschaft im Leben ist immer Talent plus Fleiß minus Ego. Habe ich mein Ego nicht im Griff, werde ich immer ausgebremst sein. Will ich irgendwie besonders cool sein, besonders unterhaltsam auf der Bühne? Will ich irgendwie mich selber feiern? Bumm, Ego. Ja, also das heißt, geh dir selbst aus dem Weg, sei dir dessen bewusst, du bist eine kurze Zeit auf der Erde. Diene. Wenn du mehr hilfst, als alle anderen da draußen tun, wird sich das Universum kümmern, musst du dir um das Finanzielle nie wieder Sorgen machen. Seit ich angefangen habe, komplett loszulassen, Geld fließt, ja, es sind Zahlen, die verändern sich und ich habe noch nie so viel Geld gehabt und denke mir so, okay, ich war dieses Jahr bei der Bank, da sagt der Commerzbankberater zu mir, das ist der erfolgreichste in ganz NRW, das ist in Köln, wo ich das Haus gekauft habe, er sagt, Herr Mankiewicz, wenn ich ehrlich bin, ist es mir in den letzten 10 Jahren, seit ich den Job mache, ein einziges Mal passiert, dass ich so einen unattraktiven Klienten hatte, weil ich wollte, 50.000 wollte ich nur zur Absicherung, falls mal Steuernachzahlung oder ähnliches kommt. Und er sagte nur, das war sie und das war ein Chefarzt von einer riesengroßen Klinik, wo so wenig, weißt du, Bank will viel Geld, sie wollen dich über 40 Jahre lang mit Zinsen, aber das wollte ich nicht. Ich will mich da nicht Sklave machen von irgendjemand. Und wenn einer sagt, ich habe mir ein Haus gekauft, nee, du hast der Bank ein Haus gekauft. Das heißt, gekauft hast du und dann habe ich komplett das auch, ich habe gesagt, nee, machen wir nicht und habe es komplett 100% finanziert. Ein Haus für ein paar 100.000 Euro. Warum? Gelernt. Vor 7, 8 Jahren war ich im Hartz IV mit 20 Euro im Minus. Warum? Lernen. Warum? Wachsen, von den Besten lernen, weitermachen und Demut. Fleiß plus Demut. Crazy. Leute, Maxim, ich danke dir jetzt schon mal für alles. Ne? Ich weiß, du hast noch 5 Minuten, hast du noch vielleicht? Go, machen wir. Go, okay, go for it. Also, hört sich das mehrmals an. Kurze Fragen, kannst du auch kurze Antworten gerne geben. Erstens, wofür bist du aktuell am dankbarsten? Mhm. Für meinen kleinen Sohn, der seit 3-4 Monaten zu mir gekommen ist und der mich total bereichert. Und, herzlichen Glückwunsch. Der benannt ist nach Leonardo da Vinci, Leo, ja, und der mich anschaut und der mein persönlicher Coach ist. Was Bewusstsein ist. Herzlichen Glückwunsch. Geil. Zweite Sache, und zwar, du hast viele Bücher gelesen, vielleicht kannst du 3 Bücher kurz nennen, die dich am meisten beeinflusst haben. Auch vielleicht zum Thema, wie man das lesen kann, die Menschentypen, vielleicht hast du da etwas, was du jemandem mitgeben kannst. Okay, verstanden. Also Menschentypen bin ich noch dabei, etwas zu erstellen für die Menschen da draußen, weil ich weiß, wir haben Psychologie-Master, wir haben da, ich glaube, 14 bis 20 Kurse aktuell in der Online-Akademie zu allen Lebensbereichen. Pass auf, Buch Nummer 1, Die zahlreichen Leben der Seele von Brian Weiss. Das ist ein großer Arzt in Miami gewesen, in Florida. Und der hat einfach eine Klientin gehabt, Catherine, und die hatte wahnsinnige Ängste gehabt und egal, was er versucht hat, nichts hat funktioniert und irgendwann hat er sie Hypnose gemacht und plötzlich war sie im Vorleben und wenn ich plötzlich sehr, sehr gut geschrieben und am Ende des Buches schreibt er, ich habe lange überlebt, ob ich das Buch veröffentliche und mein Image ruiniere als seriöser Arzt und er hat das getan. Ergebnis daraus war ein Bestseller und ein riesengutes Buch, Buch Nummer 2. Jede Seele plant ihren Weg. Das sind bewusst keine Businessbücher, beide nicht. Allerdings, wenn ich das Spirituelle verstanden habe, dann muss ich mich umso weniger um das Weltliche, um das Materielle kümmern, weil dann bist du im Überfluss, dann fließt es. Ja, dann habe ich keine Frage von, wie kriege ich damit mehr, sondern dann lasse ich los und dann agierst du wie ein Kind aus dem Herzen heraus und plötzlich fließt alles. Ich sage es, ich gucke manchmal auf meinen Kontostand in den letzten 7 Tagen und denke mir so, okay, wir machen keine Ads, keine Werbung, nichts. Also wir haben jetzt mit Podcast ein bisschen Ads haben wir angefangen zu schalten, im Sinne von hier ein Podcast mit viel Content, wenn es dich interessiert. So, fertig. Warum? Menschen merken, auf Dauer überholt Qualität immer viele, die einfach nur erzählen und quatschen wollen. Das heißt, fang an zu dienen und geben. Und Buch Nummer 3, oh Mann, wie mache ich das jetzt? Das sind ein paar Tausend, die ich kenne. Vielleicht fällt dir gleich auch noch was ein. Pass auf, fragst du nach Filmen auch?
Nee. Gerne auch noch einen Film. Wenn du einen Film. Okay, gerne, na gut, gerne einen Film. Gut, dann machen wir zwei Filme noch zusätzlich, weil ich glaube, das bringt es in der Essenz mehr. Auch gerne als Doku, nur ein Doku, wenn es sein. Nee, wenn nee. Es ist. Ja, gut, Doku nehmen wir dann. Was du willst, dir selber überlassen. Ja, Edgar Cayce, das ist für mich der größte Hellseher aller Zeiten. Also ich habe in diesem Leben wahrscheinlich mit über 200, 300 hellsichtigen Menschen gesprochen. Medialität, ja, denen sagst du deinen Vornamen und sie erzählen dir dein halbes Leben. Du kommst aus Eritrea, im Afrikanischen kennen die Menschen das eher, im Europäischen macht das vielen Schock. Mir hat das mit Anfang 20 auch total geschockt. Heute ist es, ja, wenn mir jemand was sagt, Menschen, die besondere Fähigkeiten haben, die zum Teil schon klinisch tot waren, wieder zurückkamen, die sehen Dinge, die wissen Dinge. Warum? Weil das Bewusstsein sich plötzlich erhoben hat. Ja, also Menschen, die oft klinisch tot waren und wieder, der Strahl ist null, ja, eigentlich tot, kommen wieder zurück, bekommen sehr oft hellsichtige Wahrnehmungsfähigkeiten, weil sie plötzlich das Parallele gesehen haben und plötzlich sehen sie und wissen sie Dinge, die normale Menschen nicht wissen. Die gucken sich ein Fußballspiel an, führt eine Mannschaft 2-0, dann sagen die verlieren das noch. 30 Minuten später 3-2, die sehen die Energien zwischenmenschlich. Also das heißt, noch mehr loslassen, das die Ego-Geschichte und noch mehr hingeben. Und der Film dazu, zwei Filme. Der eine ist Die Legende von Bagger Vance, kennen die meisten. Wahrscheinlich, hoffentlich. Nochmal anschauen mit dem neueren Bewusstsein Will Smith und Matt Damon. Und ein anderer cooler Film, Interstate 60 heißt der. Kennt kaum einer, kannte ich auch nicht. Sehr, sehr cool gemacht, wie das Leben ist. Da ist ein Typ, der fährt einfach Auto mitten auf der Route in Amerika 60 und plötzlich passieren da komische Dinge und da muss ich entscheiden, gehe ich diese Straße oder diese Straße? Und all diese Entscheidungen, die er trifft, sind verbunden mit dem Höheren. Also super cool. Oder Cloud Atlas, auch sehr, sehr cool gemacht mit Tom Hanks. Cloud Atlas. Geil. Okay, nur ganz kurz, Maxim, letzte Frage und danach kannst der Promo-Part zu dir natürlich für alle Menschen unbedingt Maxim abchecken, egal auf YouTube droppt er fast jeden Tag Content und Podcast und alles Mögliche. Für jemanden, der jetzt kurz davor ist zu sagen, okay, hey, ich habe noch Angst, ja zu meinen Träumen zu sagen, den Schritt zu seinen Träumen zu machen, was, wenn du eine halbe Minute nur mit dem Zeit hättest, was Logisch. Würdest du ihm sagen? Irgendein Denkimpuls, vielleicht Super. Ein Zitat, egal was. Super gut. Du kannst keinen Ozean überqueren, wenn dir der Mut fehlt, das Ufer aus den Augen zu lassen. Ja, du kannst nicht schwimmen lernen, wenn du auf das Wasser neben dem Pool stehst und aufs Wasser starrst. Manchmal heißt es, ins kalte Wasser zu gehen. Ich sage dir, die meisten Menschen haben Angst, den ersten Schritt zu machen. Und ich sage immer, wir sollten weniger Angst davor haben, etwas Neues zu wagen, sondern viel, viel eher beunruhigt sein, eines Tages nicht mehr genug Zeit und vor allem Lebensenergie in deinem Körper zu besitzen, um den eigenen Träumen einen äußeren Rahmen zu geben. Und das heißt, Mut zahlt sich meistens aus. Und wenn du handelst, da können genau zwei Dinge passieren. Entweder, überraschenderweise, es funktioniert, dann denkst du dir, boah, Wahnsinn. Dann baust du es auf, baust darauf auf und wirst besser. Oder es funktioniert nicht. Dann wie Thomas Edison, ich habe nicht versagt, sondern 9683 Möglichkeiten gefunden, wie es nicht funktioniert bei der ersten Glühbirne. Also das heißt, jedes Versagen ist ein neuer Erkenntnisgewinn. Ja? Wenn du nicht handelst und dann nichts tust, was bekommst du dann? Nichts. Du stehst genau da, wo du bist. Und Menschen, die nichts tun, die sehen sich auf dieser Allee des Bedauerns wieder nach 5, nach 10 Jahren. Und das heißt, wenn du heute etwas tust, etwas mehr fleißiger bist als gestern, da können die nächsten 5 Jahre deines Lebens ganz anders verlaufen als die letzten 5. Wenn du dich heute für nichts entscheidest, wer heute nichts tut, lebt morgen wie gestern. Und ich glaube, eines Tages darf jeder Mensch sich diese Entscheidung treffen, welche Art Mensch möchte ich sein, welche Art Leben möchte ich führen. Wie sollen andere Menschen über mich sprechen, wenn ich nicht im Raum anwesend bin? Und niemand kann diese Entscheidung für dich treffen. Du baust das Imperium. Du bist die Meisterschaft. Du bist der Pinsel des Michelangelo. Du bist die Symphonie, die Mozart geschrieben hat. Du bist das Gemälde, das Pablo Picasso gemalt hat. Wenn du dich bewusst dafür entscheidest, wertvoll zu sein und zu sagen, hey, egal wie meine Vergangenheit ist, das Leben kann nur vorwärts gelebt, aber nur rückwärts verstanden werden. Ich nehme an, egal wo ich herkomme, ich erzähle mir nicht mehr die gleiche Geschichte. Und ich gehe in die Dankbarkeit, ich gehe in die Demut und entscheide mich heute, etwas mehr zu lernen als gestern. Entscheide mich heute, etwas besser zu ernähren als gestern. Entscheide mich heute bewusst, ein besserer Partner zu sein. Egal, wie nervig mein Partner, Partnerin tagtäglich mit bestimmten Macken kommt. Ich werde diese Macken lieben. Ich werde den Schmerzkörper von meinem Partner, werde ich mit Liebe umarmen. Ja? Wenn der andere voll am Motzen, am Jammern ist, dann ist es so leicht zu jammern, aber schon in der Bibel steht, wenn ihr nur die liebt, die euch lieben, wo ist da die Belohnung? Und das heißt noch mehr, Jim Rohn sagte immer, leave it better than you found it. Wenn wir mit dem Team Events veranstalten und da buchen wir uns wie Airbnb-Haus oder ähnliches, dann sind sie immer total überrascht,
die Menschen, wo wir gebucht haben, dass das Haus danach fast immer besser aussieht als vorher. Die sagen, wie geht das? Die haben doch da gelebt. Aber das ist genau das Credo. Du hast den Impact, du hast die Entscheidung, welches Leben du lebst. Und das Leben, was du lebst, beeinflusst andere Menschen. Im Leben gibt es nur diese zwei Konstanten. Geburt, Tod, dazwischen gibt es den Spielraum namens Leben und du entscheidest, was in diesem Spielraum namens Leben passiert. Wertvolle Momente oder Hartz-IV-TV, tolle Menschen oder Energievampire, Unterhaltung oder du lernst und investierst in dich, in deine Persönlichkeit. Wenn du in deine Persönlichkeit investierst, ist es unmöglich, Geld zu verlieren. Geht nicht. Du wirst besser. Ein Handy verliert an Wert, ein Auto verliert an Wert, deine Persönlichkeit nimmt massiv zu. Wenn du heute einen kleinen Schritt gehst, dann wirst du ein Vakuum im Universum plötzlich öffnen und das ganze Universum funktioniert nach diesem Prinzip. Wohin du deine Energie sendest, möchte das Universum diese Energie beantworten. Und das heißt, diese Lücke wird plötzlich gefüllt, das Vakuum wird geschlossen, weil du bereit warst, den ersten Schritt zu gehen. Und das geht nur, wenn du den Schritt gehst. Gehst du ihn nicht, passiert nichts. Ready. Geil. Leute, Maxim, du bist auch das beste Beispiel, dass du dein Leben komplett verändert hast vom Hartz IV, von was du jetzt gerade aufgebaut hast. Ich nichts, gar nichts. Komplett alleine in Köln, bin gerade dahin gezogen, 3-4 Monate, kannte niemand so. Dann hockst du da alleine, hast Job verloren, Partnerin ist drüben noch, dann hockst du da und hast nichts. Und das, aber das ist wiederum die Meisterschaft, dann zu sagen, okay, wenn bis jetzt nicht so gelaufen, wie es sollte, dann heißt es ja, wenn du mal unten bist, wie Wellen reiten, dann ist die nächste Welle, dass dich wieder nach oben nimmt. Das Leben ist immer in diesen Polen. Gerade geht es dir super gut, erwarte, dass es demnächst wieder weniger gut ist. Annehmen. Okay, jetzt der letzte Part, letzte Frage. Yes, und zwar jetzt bitte aber wirklich einfach so lange wie möglich, wie du willst, ne? Wo kann man dir am besten folgen? Also an alle Zuhörer, an alle Zuhörerinnen, bitte, das ist ein klarer Appell, egal was Maxim hier... Ach du, das ist total lieb. Ich bin total happy, also danke, dankeschön. Ich glaube, jeder, der Freude daran empfindet, da irgendwie zu wachsen, YouTube, ganz klar, Maxim Mankiewicz Podcast, noch einfacher, noch leichter zu konsumieren, die Köpfe der Genies, da ist nicht umsonst so, sondern da kommen die größten Biografien von den allergrößten, von Michael Jackson, Muhammad Ali, Abraham Lincoln. Geil. Wie haben die getickt? Leicht verständlich Deutsch, nicht das, was man kennt von wissenschaftlichen Dokus oder Artikeln, sondern wirklich Maxim Deutsch. Ich analysiere sie runter, breche sie runter und gleichzeitig mein eigener Content, den ich da reinpacke zu den 4 Lebensbereichen Gesundheit, Beruf, Beziehung, Spiritualität und gleichzeitig den Menschen sehr, sehr viel Mehrwert gibt. Also wir hauen da jetzt, glaube ich, alle 2-3 Tage einen Podcast raus. Also es ist sehr viel Content in sehr, sehr kurzer Zeit. So. Und wenn einer sagen möchte, ich gucke mir gerne an, was der Kerl da noch anzubieten hat, ich würde deiner Community gerne 2 Videokurse schenken, ihm jeweils im Wert von 99 € zum Thema Berufung finden und selbstständig Geld verdienen oder Angestelltenverhältnis, egal wo du jetzt gerade bist. Und der 2. Lebensbereich zum Thema Spiritualität, das ist die Meisterschaft im Leben. Also wie schaffst du es, noch mehr mit deiner Seele im Einklang zu leben und wirklich deine Impulse von oben zu bekommen? Weil wenn du mit deiner Seele angebunden bist, dann bist du online und dann fließt das Leben von alleine. Da musst du weniger aus dem Ego planen. Die 2 komplett unterschiedliche Videokurse sind 10 Strategien jeweils konkret, was man tun kann, verlinken wir dir. Geil. Kostenlos zum Download. Alles in den Shownotes, Leute. Maxim, ich danke für deine Zeit. Ich weiß, du musst los. Vielen Dank für deine Zeit. Vielen Dank für das ganze Wissen. Danke, dass ich so viel lernen durfte und dass wir so viel lernen durften. Ganz viel Spaß an alle Menschen, die die Podcast-Folge oder das Ganze auf YouTube schauen sollten. Liken, teilen, bewerten und den Rest hört ihr dann im Outro. Maxim, vielen Dank und bis dorthin. Vergiss nie eine Sache. Sag ja zu deinen Träumen. Bye, bye.